Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier bei Katakomben Thüringen. Ja, jetzt fahren wir zum Hof und probieren wir den Ball. Nochmal vorweg, ja, dickes Dankeschön, fleißig reinschauen, fleißig liken und fleißig kommentieren. Ja, dickes Dankeschön dafür. Es darf weiter kommentiert werden. Je mehr, umso besser. Ja, ansonsten weiter so, ne? So, da sind die Ballen. Ansonsten, wenn ihr Wünsche und Fragen habt, einfach reinschreiben. So, mal gucken wir gleich. Dann mal, hier gehen wir an den nächsten Ballen. Ah, da. Ist eins. Eingestellt habe ich nun Rundball und Arbeitsmodus. Also es geht 22 rauf. Klar, ist ja deutlich kleiner wie der andere, ne? Und hinten keine großen. Da brauchen wir jetzt Rundball 1,30. Auch oben. Da zeigt er mir noch nichts an. Aktuell jedenfalls nicht, ne? Ey, lass mich hinten auch ein paar. Gut, hinten zeigt er mir jetzt nicht an, wie viel. Müsste man höchstens umhängen, ne? Aber jedenfalls vorne sind 22. Ja, also mit Deichsel, da rangiert sich immer sehr schlecht. Ja, das ist ungünstig, ne? Schon umgekippt, ne? Ja, vorne, gut. So, dann mal mit die zwei. Also zufrieden bin ich erstmal nicht. Warum will der eine nicht mitnehmen? Doch, jetzt schon. Zufrieden ist anderes. Also. Vielleicht ist der Attraktor auch nicht geeignet dafür. Es kann sein, dass er zu hoch ist. Das ist gut möglich. Aber. Schauen wir mal, ne? Ich behalte ihn erstmal. Falls wir mal auf der Wiese. Auf der Wiese ist schon, ob wir mal Ballen sammeln wollen. Also für die große Wiese, für Pferdegras, wäre das nichts. Ne? Da sind wir ewig beschäftigt. Höchstens bis zum Feld ranfahren, da abstellen. Das dann mit einem großen, mit einem Traktor unten und mit einem LKW fahren. Ne? Das wird dann funktionieren, aber umgekehrt, das ist dann ungünstig. Ne? So, die stellen wir mal rein ins Silo. Und zwar ein zweiter von hier zu sehen. Und zwar der erste sind ja die Ballen von Klee und von Luzerne. Und im zweiten ist halt das Grasballenzeug, ne? So kommen die ja gut, so fährt sie ganz gut, ne? Also kein Ausbrechen, nichts dergleichen. Ja, erstmal den ersten Ball auf jeden Fall, den zweiten mal sehen. Da muss ich mir ausmachen. So, geht die auf. Aus, deaktiviert. Umstellen. Und da auch ausmachen, sonst wäre Quatsch. Weiß ich genau, ob das vom Reifegrad zu merken wäre. So, Z, immer auf G. Wie gesagt, das ist beides das gleiche. Das das war ich gerade sagen, das wollte ich vermeiden. Aber gut, das ist beides das gleiche, von daher nicht ganz so tragisch. Ja, da hat er einige. Junge, nicht wieder mal E drücken. So, hier gucken wir mal, Silogras. Ja, und der andere ist ja auch noch Silogras. Und das ist schon
Prozentual. Schon Grasilage. Silogras. 62%. Mhm. Ist noch nicht fertig. Und nebenan, das war ja im Frühjahr fertig gewesen von der Zeit her. Pferdegras-Silage. Das wäre fertig. Und die paar. Dann könnten wir das ist fertig. Dann müsste ich mal schauen. Dann bräuchten wir eine Gabel für unseren Radlader. Wir haben einen Radlader. Ich brauche noch einen zweiten Radlader für einen anderen Hof. So oder so. Das heißt, eher mal gucken, ob wir an Gabeln haben. Ne? Eine Gabel ist ja für die Ballen besser wie jetzt. So ein Ding nicht gerade. Das habe ich übersehen. Dollys und nicht. Flüge auch nicht. Das muss hinten irgendwo sein. Ne, da haben wir schon. Das ist Teleskoplader, das ist jetzt nicht so gut, was ich haben will, sondern Ballentechnik. Radlader für Radlader, ja. Da gibt es. Der ist ganz gut. Den habe ich mal gehabt. Der funktioniert. Und der hat 5000 und der hat nur 6000. Im Grunde ist es egal, den Ballen, das spießt ja auf, ne? Nehmen wir den Fliegel. Da brauche ich eigentlich zwei von. Im Grunde ist es Quatsch. Gut, ich habe mal gekauft. Wegen. Ich habe ja da einen Traktor. Und der kann ja die Ballen aufladen. Und dann können wir die Ballen entsprechend da vorne einfach hinstellen. Warum so kompliziert, ne? So, den zweiten Anhänger, den brauchen wir dafür nicht. Dann, das werden wir jetzt gleich mal machen. Fangen wir hinten an. Das ist Heu für die gekaufte Heuballen vom Händler. Das brauchen wir nicht. Aber ich bräuchte, oder auch nicht, ich könnte ja den anderen, den zweiten Anhänger, den können wir gleich nehmen, für die andere BGA, da sind die Dinge auch fertig. Nicht wie Zeit vergeht. So. So. Da wären wir, ne? Fahren wir vorwärts oder rückwärts? Mal sehen. Rückwärts fahren ist, naja, gut. Probieren wir mal, ne? Der andere wird nicht so funktionieren. Wie gesagt, mit dem Fett ist ein Blödsinn. So. Zu weit weg oder zu dich? Ohne Döner ist keine auf. Hier kippe ich ja eigentlich meistens Mist rein, aber wie gesagt, bin da ein bisschen flexibel. Wahrscheinlich schwenke ich auch oben eher auf Richtung Gülle, weil so. Der Trigger ist hinten rechts, also da. Gucken wir mal ganz kurz.
19.000. Das Geld kriegen wir immer hinterher, ne? Das ist ja das. So, mal gucken mal. Gut, hat er alle geschluckt, ne? 80.000? Gut. Dann baue ich einen zweiten Traktor. Zwar den Fendt wollte ich dafür jetzt nicht nehmen. Ja, gucken wir mal, ne? So einen haben. Mit dem zweiten Anhänger, also hier Outrigger, den vom Fliegel, und den fahren wir rüber zum, ja. Ich habe ja viele Traktoren da drin zu stehen, ne? G2. Ja, nehmen wir. Ist ja egal. Später können wir einen anderen Traktor nehmen dafür. Aber ich rüste immer um auf normale Breitreifen, weil wir auch feldbaumäßig fahren. Düngen ist ja fertig. Der müsste auch wieder zurück zum Hof. 1. Genau mit der Sämaschine. Obwohl, da kann ich natürlich sagen, okay, Getreide. Müssen wir später so Anführungs in Anführungszeichen, dass wir da sowieso umstellen müssen, ne? Also wir müssen da eh die Ausfahrt näher vorbereiten, und von daher ist das nicht ganz so Sämaschine nicht ganz so wichtig. Wäre jetzt Quatsch, wenn wir jetzt die wegbringen würden und im Prinzip nach 3 Tagen wieder brauchen würden. Ne? Also wenn die Ernte jetzt ab morgen, glaube ich, ist das möglich. Rein theoretisch von, und es wäre jetzt auch trocken. Ne, also es würde jetzt funktionieren, theoretisch, wenn nicht gerade jetzt noch Regen kommen würde. Was hier in Thüringen natürlich sehr passieren könnte. Ne? Also theoretisch. Jetzt nehmen wir hier aber keine Ballen mit, die haben wir ja drüben auch. Da haben wir ja Pferdegras, ne? Das ist ja hier ein bisschen wertvoller wie Klee, ne? So. Und der wird sich so, denk mal, besser fahren wie jetzt der andere Anhänger von Kogel mit dem Deichsel. Ob das nur am Kogelanhänger hängt, hakt, oder am Dolly, das weiß ich nicht, das ist mir jetzt auch neu, ne? Das hatte ich vorher das Problem nicht gehabt. Schau mal. Wir fahren mal Hof 1 und werden da die Ballen schon mal eine BGH reinstellen. Damit die das entsprechend verarbeiten kann, ne? Dann müsste ja bald das Pferdegras wieder reif werden. Ja, dann müssen wir sehen. Ja, ob das nun gestriegelt wird zweimal und dann mit Ladewagen, muss ich mal schauen. Ladewagen muss ja auch gepresst werden, ne? Das ist ein bisschen hinterher müssen wir in den Radlader reinfahren, ne? Aber da muss ich mir gucken. Sebastian hat ein Video gemacht, er hat es erklärt. Und ich habe es noch nicht geschafft, also. Zurzeit ist das so. Und durch die Umstellung am Wochenende, dass ich da mit meinen Grüße gehen raus, Neffen zusammen spiele. Ja, dadurch habe ich vieles jetzt in der Woche verschoben, von der Aufnahme her. So, dass ich nur Samstagvormittag hochladen. Ja, kann. Und bearbeite vormittags. Name ist entsprechend ab 15 Uhr dann für ihn reserviert habe, ne? Zeitmäßig. Das wird jetzt in den nächsten Mal so sein, dass ich mal einen Tag nicht keine Zeit habe, dass ich andere Arbeiten noch machen möchte.
Jetzt kommt ja der Frühling. Dachterrasse will gemacht werden. Ja, das ist aber ein Tag oder zwei Tage und ein, zwei Stunden ungefähr. Aber mit Bepflanzen, das kommt erst im April, Ende April. Wenn ich sagen kann, okay, im Mai kommt kein Frost mehr, ne? So ist gefährlich bei Pflanzen, die keinen Frost abkönnen, ne? Aber Vorarbeiten dann entsprechend herrichten schon mal das. Das würde ich dann schon mal in die Tage machen, wenn es jetzt so warm bleibt, ne? Wochenende wird ja ein bisschen kühler, aber nicht kalt, ne? Also aktuell ist ja angenehm warm draußen, ne? Eine gute Zeit. Bis zwei. Aber tagsüber Sonne scheint hier und Terrasse, dann ist schon angenehm warm. Da ja auch ein bisschen Windschutz ist. Wird eh ein bisschen windgeschützt, allein von der Lage her. Ich wohne hier unterhalb von einem kleinen, naja, Berg. Ja, das sind einige hundert Meter, ne? Wenn man da hochgehen müsste jeden Tag, da wäre man ganz schön sportlich, ne? Aber ansonsten, durch die Bäume noch, wird es ein bisschen höher. Dadurch kann der Wind, wenn er von der Richtung kommt, ist es ein bisschen, nicht Föhneffekt, aber das ist dadurch, der Wind ist halt nicht da, ne? Der weht drüber, über. Und kommt ja später wieder runter. Ist halt ein bisschen so ähnlich wie Tallage, ne? Also, aber im kleinen Maßstab, ne? Also, so wie in den Bergen ist das nicht. Also, richtige Berge, ne? Da müsste ich auch mal was machen, vierten Mal. Aber wie gesagt, ich habe dafür keine Zeit, das ist ein Problem. So ein paar Drohnenaufnahmen von der Umgebung, ne? Der Berge. Tachmu. Ja, ich wollte ja die Bohlen, na ne? Gut, das können wir dann immer noch machen, ne? Kommen im Prinzip jeden Tag neue Tiere dazu, ne? Ja, gut, ist nicht so tragisch. Schau mal, ne? Ich habe mich hier eingelagert, ja genau. Kontrolle. Ne? Pferdegras-Silage, yay, yay. Liter und da sagte 10. 4000, achso, gemischt. Aber Silage, das ist gut. Na, das war ja auch ein Krampf gewesen, ne? Mensch, wieso geht das nicht, ne? Ja. Beim Mais Plus, wo man ein bisschen. Ja, 26 ist auch nicht viel. Aber wie gesagt, dafür reicht's, ne? Also für wie gesagt zur Not bei größeren Feldern halt ja entsprechend. Jetzt könnte sein, dass der Anhänger stört. Ja. Gut, probieren wir so trotzdem ein bisschen schieben. So. Zack und so möchte ich es haben, dass das liegt und bereit ist und dann kann er sich mal nehmen, wie er lustig ist, ne? Kriegen wir auch entsprechend Gärreste. Aktuell haben wir ja ein bisschen Gülle reingekippt gerade letztes Mal. Letztes Mal ist gut. Jetzt sieht man genau, aha, jetzt geht die Zahl hoch. Können wir Gärreste mal bei Gelegenheit sogar düngen. Die Wiese zum Beispiel. Ne? Zuschauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein, für die heutige Folge. Dann sagen wir tschüss und ciao. Morgen mache ich weiter, hier mit Thüringen. Dann ist morgen Donnerstag und Freitag mache ich dann noch den Marsch. Ist ja noch nicht ganz so tragisch. Und tschüss und ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und nochmal ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss.